Hallo, machen wir doch mal wieder einen Test. Kreben von außen funktioniert, wenn man es regelmäßig macht und sich dabei viel Mühe gibt und auch daran glaubt. Es ist oft nicht das Produkt, sondern wie man etwas zelebriert. Ganz wichtig, aber wichtig, es zu tun. Egal womit, hochpreisige Inhaltsstoffe mögen vielleicht ein bisschen besser sein, intensiver sein, aber es ist immer noch besser mit einem etwas weniger teuren Wirkstoff, es zu tun. Jetzt kann man aber auch von innen etwas bewirken, beziehungsweise das verspricht uns die Werbung. Und ob das jetzt wirklich stimmt, das möchte ich ausprobieren. Ich habe letztes Jahr schon mal so eine Trinkkur angefangen. Da sind ganz viele tolle Inhaltsstoffe drin, die die Haut aufpolstern sollen. Aber jeden Tag so ein Fläschchen zu trinken, war mir irgendwie, das war nicht so meine Geschmacksrichtung und ich habe das dann abgebrochen. Also die habe ich noch hier. Funktioniert vielleicht auch, aber war nicht so mein Ding. So, jetzt habe ich von Barbara Klein etwas gesehen. Da habe ich zum Beispiel schon die Eiweißpresslinge und bin total begeistert. Wie man vielleicht sehen kann, reduziere ich seit Anfang des Jahres mein Gewicht mit Intervallfasten. Also ich esse um 19 Uhr ungefähr das Letzte. Das kommt nicht immer so aus, aber so ungefähr um 19 Uhr, aber auf gar keinen Fall nach 20 Uhr. Und auch wenn die Lakritzkugeln locken oder wenn Luisa neben mir Chips isst, nein, da muss man eisern sein. Und dann gibt es erst so gegen 13 Uhr am nächsten Tag etwas. Ich komme damit super klar und unterstütze das zum Beispiel mit diesen Eiweiß-Tabs von Barbara Klein. Und es sind jetzt 9 Kilo. Ich arbeite dran. Mal gucken, ob ich bis Ende des Jahres so ein bisschen über die 10 Kilo komme und das auch halten kann. So. Und da das mit diesen Eiweiß-Tabs so super unterstützend funktioniert hat, die sind bestimmt nicht hauptsächlich daran schuld, aber haben vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, habe ich gedacht, ich probiere mal diese Geschichte für die Haut aus, weil da muss man nichts trinken. Sondern da nimmt man morgens und abends jeweils eine Kapsel. So, und jetzt fallen die runter. Daran sieht man, es sind zwei Lagen, ne? So, ich mache die Schachtel aber auch mal wieder zu. Also es sind 30 mal Tageskapseln und 30 mal Nachtkapseln drin. In der Tageskapsel ist Traubenkernextrakt, Honigmelonenkonzentrat, Zink, Vitamin C. Für die Nachtkapsel Hyaluronsäure, Stauden, Knöterichextrakt, Kupfer und Biotin. So, das werde ich jetzt zwei Packungen lang machen, also 60 Kapseln. Das sind dann, wenn ich richtig rechne, so ungefähr 2 Monate. Und dann gucke ich mal, hat sich meine Haut tatsächlich verändert? Es ist ein bisschen subjektiv. Es kommt dazu, dass jetzt Juli und August bevorstehen, also zwei sehr heiße Monate, die der Haut sehr viel rauben. Und da will ich gucken, nützt das was? Ist die Haut besser gepolstert? Habe ich ein besseres Hautgefühl? Und bin einfach gespannt darauf und freue mich, diesen Test für dich machen zu können. Vielleicht hast du ja auch schon mal drüber nachgedacht, sowas zu machen. Oder vielleicht hast du das sogar schon gemacht und du kannst uns sagen, also ich habe das und das genommen und da war eine richtige Hautverbesserung, es fühlte sich alles pralle an. Dann schreib uns das bitte in die Kommentare, weil ich kann nicht alles testen. Allein von der Zeit nicht. Und ne? Aber das hier, da ich da schon einmal gute Erfahrungen gemacht habe, probiere ich das aus und freue mich auf diesen Test. Dann gibt es in 2 Monaten die Auflösung, wie ich das empfunden habe. Aber vielleicht hast du jetzt eben auch schon direkt was für uns als Tipp, ne, was man sonst noch machen kann. Natürlich, das Glas Wasser, das sollte immer am Arbeitsplatz stehen oder wenn man nicht arbeitet, da wo man es präsent sehen kann. Am besten sich einen Krug vorbereiten, vielleicht gerade jetzt im Sommer 2, 3 Erdbeeren reinschneiden, da hat das so ein bisschen Geschmack. Ohne Kalorien, weil auch das finde ich super wichtig. Viel trinken, aber keine Kalorien dabei zu sich nehmen. Und mit der Erdbeere zum Beispiel geht das super. Oder auch ein paar Pfefferminzblättchen rein. Das kann man aber auch mit Orange und Thymian machen. Oder mit Orange
und Lavendel oder andere Kräuter, die man vielleicht so im Garten oder im Blumentopf stehen hat, mit Gurke. Setz dir einfach mal so einen Pott an und ja, viel trinken und das hier vielleicht nochmal als Nahrungsergänzung dazu. Und ich bin gespannt, was ich in 2 Monaten dann berichten kann. Und auf deine Erfahrung bin ich jetzt auch gespannt. Also schreib mir drunter, was du gemacht hast, womit du Erfolg hattest oder auch vielleicht keinen. In diesem Sinne, tschüss!